Hey Leute, hallöchen und willkommen zu einem neuen GPL-Match. Heute ist Spieltag Nummer 17 gegen die Krebu-Knackis, die vom guten Pokebatzi geleitet werden. Vielleicht vor der Team-Preview erstmal so ein kleiner Rückblick auf das Hinrunden-Match. Das Hinrunden-Match gegen Batzi haben wir 3:0 oder 4:0 gewonnen, ich bin mir da leider gerade unsicher. Auf jeden Fall lief das relativ gut für uns. Die Double-Switches am Anfang haben immer für uns ganz gut funktioniert und danach haben uns vor allem die Hex, also das Glück, auch sehr unter die Arme gegriffen, indem wir ein Togekiss gefullparat haben und ein Meluetta weggekrittet haben, was alles ja recht unglücklich für Batze gelaufen ist. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das dieses Mal nicht passiert, beziehungsweise wäre es schon schöner, wenn wir dieses Mal ein recht hexfreies Match an den Tag legen können. Aber gut, das werdet ihr natürlich gleich erfahren. Auf jeden Fall habe ich hier Batzi wieder als einen sehr starken Kontrahenten angesehen, denn ich weiß, dass Batzi ein wirklich sehr, sehr guter Spieler ist, der sich in solchen Formaten immer sehr viel Mühe bei der Teamvorbereitung gibt und immer die eine oder andere Überraschung für den Gegner parat hat. Deswegen theoretisch müsste man da mit allem rechnen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch die Teams. Ich bringe hier mit ein Rabigator mit dem Lebenorb, ein Sharpbeak Fiaro, mein Mega-Turtok mit dem Turbodreher im Set, ein Shaman mit der Kiroya-Beere, ein Klefki mit den Überresten waren es, glaube ich, genau, und ein Traumagier mit der Boleo-Beere, die Undichtattacken schwächt. Die Beere auf Shaman, by the way, schwächt Eisattacken. Warum ich das gemacht habe, sage ich gleich noch. Batzi bringt hier mit ein Nidoqueen, Manaphy, Regigigas, Rotom-Kart, Mega Aerodactyl und Chirachi. Ja, ganz großes Minus für mich bei der Team-Preview ist, Batzi hat Meduetta nicht dabei. Ich war so unglaublich sicher, dass er Meduetta mitnehmen wird, weil ein Choice-Backs Meduetta mein Team einfach vernichtet. Also wirklich vernichtet. Deswegen habe ich ja auch Klavion und ein speziell defensives Miss Mages dabei, weil die noch so ein bisschen was dagegen ausrichten können. Aber an sich geht so ein Meduetta einfach durch mein Team durch. Ja, da habe ich eigentlich kaum gute Switches gegen. Deswegen war ich sehr überrascht, dass er es nicht dabei hat. Stattdessen hat er Regigigas dabei. Ich habe irgendwie schon gerechnet, dass er es mitnimmt, aber ich habe es tatsächlich nicht für so realistisch gehalten, weil ich weiß nicht, ich habe an sich relativ gute Antworten gegen Regigigas. Deswegen, ja, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, aber jetzt hat er es dabei. Das ist okay. Ich habe hier auf Rabigator, wie gesagt, den Lebenorb und die Tarnsteine nicht drauf, weil ich die jetzt nicht für so wichtig gehalten habe. Die Hazards habe ich hier dabei in Form von Klavion mit den Stachlern, was jetzt hier ein bisschen ungünstig ist, weil er halt hier Aerodactyl und Rotom-Cut dabei hat und die halt beide eine Bodenimmunität haben, deswegen bringen mir die Stachler dann nicht viel. Ansonsten kann Rabigator trotzdem einen ganz guten Job machen, kann vor allem hier unter anderem zum Beispiel Chirachi Pursuit trappen, was ziemlich cool wäre. Fiaro ist sowieso ein richtig großer Threat, vor allem sobald Aerodactyl weg ist, kann es hier mit Sturzug und Flammenblitz einen richtig guten Job machen. Turtok hier mit dem Set Scald, also Seelewasser, Finsteraura, Eisstrahl, trifft alles mindestens neutral. Ich habe hier jetzt nicht die Aura wieder mitgenommen, weil ich ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht dachte, dass er Regigigas mitnimmt. Dennoch sollte da Scald auch recht solide sein. Vielleicht kann man da nochmal einen Burn abstauben, das wären auf jeden Fall ganz nette Sachen. Shaman hier mit Schocksamen, Erdkräfte, Kraftreserve Gift, weil ich auch mit Elfung gerechnet habe tatsächlich, was er auch nicht dabei hat. Und dem Heilopfer im Set, um gegebenenfalls nochmal ein angeschlagenes Pokémon im Team wieder zu heilen, wenn Shaman nicht mehr so viel machen kann. Klavion, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, ist ein relativ ziemliches Standard-Set mit Donnerwelle, Stachler, Schmarotzer und einem Move, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, was der letzte Move ist. Auf jeden Fall, die wichtigsten Sachen waren dabei. Und dann hätten wir noch ein speziell defensives, wie gesagt, ein speziell defensives Miss Mages mit Bürde, Irrlicht, Donnerblitz und Verhöhner müsste es gewesen sein. Ja, ich glaube, es war der Verhöhner, genau. Das ist halt hier vor allem die Antwort auf Nidoqueen, weil ich Nidoqueen auch als recht große Gefahr einschätze, da es einfach je nach Set auch sehr viel hart treffen kann. Ich muss auch erstmal gucken, was das für Nidoqueen ist. Alles in allem ist Miss Mages eine gute Antwort, vor allem mit Taunt kann ich dann auch dafür sorgen, dass das Ding keinen Hazards legt, was Fiaro natürlich sehr, sehr stören würde. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von der Team-Preview. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Match gegen die Krebu-Knackis und ja, legen wir los. So, das Match beginnt. Batzi will mit dir kämpfen. Wir haben schon gesehen, er leadet hier mit Nidoqueen. Ich leade mit meinem Rabigator, was ich hier direkt als ein sehr gutes Matchup für mich eingestuft habe, weil ein Erdbeben richtig guten Schaden machen würde. Deswegen habe ich jetzt auch hier gedacht, er wird auf keinen Fall drin bleiben gegen dieses Rabigator. Geht
rausbestimmt, deswegen gehe ich auf den Abschlag. Aber er bleibt drin. Ich krieg zwar die Schurke-Beere weg, was mir halt gezeigt hat, dass ein Erdbeben hier auch auf keinen Fall gereicht hätte. Er revealt hier den Fokusstoß und er trifft. Das bedeutet, Rabigator geht in der ersten Runde down. Da war ich schon mal sehr aus der Bahn geworfen und das war auch eigentlich... Ich dachte mir direkt nach dem Zug, warum hast du das getan? Ich war einfach zu greedy, dass ich halt gedacht habe, Erdbeben, er wird auf keinen Fall drin bleiben. Ich hätte einfach safe in Miss Majors rausgehen können. Miss Majors hätte das Ding einfach gewallt, wie sonst was. Dann gehe ich jetzt hier in Fiyaro. Dachte, er wird sich Hinokin wahrscheinlich noch aufsparen wollen. Gehe deswegen auf Kehrtwende, weil ich den Switch in der Aero predicted habe. Aber nein. Nein, Barzi bleibt hier drin. Barzi bleibt hier drin und geht jetzt auf die Schlammwoge. Dachte ich mir, okay, das Nidoqueen ist auf jeden Fall schon mal offensiv, sehr wahrscheinlich. Vielleicht Bulk und Spätzangriff, ne, man weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall jetzt meine Vermutung. Ich mache jetzt hier halt das, was ich schon vor langer Zeit hätte machen sollen, nämlich in Traumagie gehen. Ne? Jetzt geht er hier in seinen Regigigas, ich gehe straight auf die Bürde, weil ich jetzt dachte, er wird hier Nidoqueen wahrscheinlich opfern. Auch kein guter Play, denn Irrlicht wäre einfach tausendmal besser gewesen, weil Nidoqueen nichts gegen Traumagie hätte tun können. Ja. Regigigas kann deswegen jetzt hier die Donnerwelle rausnehmen. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch meinen Rabigato gehabt hätte, wäre das hier der ultimative Switch gewesen. Habe ich jetzt leider nicht mehr. Der Anfang des Matches läuft also schon mal so schlecht, wie er gar nicht hätte schlechter laufen können, würde ich sagen. Er geht jetzt hier in seinen Rotom. Und ich gehe raus in mein Klavion. Das Problem hier ist jetzt, dass Klavion eigentlich nicht viel gegen Rotom machen kann, deswegen switche ich hier raus und gehe in Shaman, weil Shaman ziemlich safe gegen Rotom ist, außer er geht jetzt irgendwie auf Kraftreserve Feuer oder so. Er geht jetzt hier auf die Kraftreserve, aber sie ist nicht sehr effektiv, denn das ist eine Kraftreserve Boden, da Barzi hier unter anderem auch mit Magneton gerechnet hat. Hier gehe ich jetzt jedoch auf die Erdkräfte, weil ich dachte, okay, was will Rotom dir machen, ne? Was will Rotom dir machen? Ach ja, Ampelleuchte, okay. Ich dachte aber auch ehrlich gesagt, dass das Ding hier gechoiced ist und dass er jetzt rauswechseln wird, vielleicht um Nidoqueen zu opfern oder irgendwas anderes geht, was nicht Aerodactyl ist. Ja, deswegen, ja, wieder mal hart overpredicted von mir. Genau wie jetzt, weil ich dachte, jetzt wird bestimmt eine Ampelleuchte kommen. Warum sollte jetzt auf Voltwechsel gehen? Deswegen gehe ich hier in Fiyaro und da kam der Voltwechsel und nimmt einfach mein Fiyaro raus. Ich glaube, es erübrigt sich zu sagen, dass es eigentlich gar nicht viel schlimmer laufen könnte gerade für mich. Er geht jetzt hier auf jeden Fall in ein Aerodactyl. Ich habe Fiyaro, eins meiner besten Pokémon, einfach instant verloren. Ich gehe jetzt in Turtok, das ist ein recht gutes Matchup tatsächlich, weil ich jetzt hier einfach auf Finsteraura gehen kann, weil ich mir schon dachte, dass er hier nicht drin bleibt, sondern in sein Manaphy geht. Deswegen kommt jetzt hier Mega-Turtok. Das Beste hier wäre eigentlich gewesen, in Shaman zu gehen und Schocksahn zu drücken. Aber, ja, ich habe mich hier nicht getraut, in Shaman zu gehen. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die Finsteraura und mache nicht viel Schaden. Was mir zeigt, dieses Manaphy hat auf jeden Fall KP-Investment, auf jeden Fall. Und Barzi macht jetzt hier einen Double Switch, geht raus in Aerodactyl, während ich mit Turtok rausgehe, und zwar in mein Klavion. Was an sich gar nicht mal so schlecht ist, denn wenn er kein Erdbeben im Set hat, dann kann mir Aerodactyl eigentlich nicht viel. Ich könnte jetzt hier auf Donnerwelle gehen und alles wäre cool. Barzi geht raus in sein Nidoqueen. Ich bin jetzt hier auf Toxin gegangen, weil ich hier tatsächlich dann wieder mit dem Switch in Rotom gerechnet habe. Ja, das hat also ebenfalls nicht funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder raus in meinen Miss Majors und Barzi kann jetzt hier natürlich sehr sicher die Tarnsteine rauslegen. Die brauche jetzt nicht mehr zwangsläufig, aber es ist immer gut, Stealthrox auf dem gegnerischen Feld zu haben, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man hier so eine gute Gelegenheit hat, die rauszuholen. Jetzt gegen Miss Majors geht er wieder raus in sein Rotom. Ich gehe jetzt hier auf die Bürde. Eigentlich hätte ich hier auch wieder einfach Irrlicht drücken können, das wäre ebenfalls viel besser gewesen. Hätte ich jetzt nämlich auf Bürde gehen können, wenn ich wollte, aber naja. Ich bleibe jetzt hier drin, weil ich weiß, dass ich einen Move tanken kann und ich hätte nicht rauswechseln können, das ist das Problem. Hier kriegt er einen Volltreffer mit dem Voltwechsel, der ist jetzt aber alles in allem nicht so wirklich schlimm. Und er switcht raus in sein Regigigas und was mache ich? Mache ich einen guten Play? Nein, natürlich nicht. Ich gehe auf Irrlicht. Wie könnte es anders sein? Ja, da steht jetzt noch wieder Regigigas. Ich gehe raus, hoffe, dass er natürlich jetzt nicht auf Donnerwelle oder so geht und gehe hier in mein Master Key, damit ich jetzt einfach noch Stachler legen kann, weil die Stachler sind ich brauche Stachler, wenn ich irgendwie nur eine Chance haben will, dieses Match zu gewinnen. Allein wegen Manaphy und so weiter, ne? Weil ich brauche Shaman noch, damit ich noch eine Kraftreserve auf das Rotom abfeuern kann, um das rauszunehmen. Denn wenn Rotom weg ist, hat Turtok sogar noch recht reelle Chancen, das Match irgendwie noch zu gewinnen, wenn ich noch ein paar Hellsatz lege. Das wären, ja, auf jeden Fall jetzt hier so meine Gedankengänge gewesen. Da geht es sogar auf die Erdkräfte.
hat vielleicht sogar mit gerechnet, dass ich irgendwie vorhabe, Regigiga später zu verbrennen. Finde ich nämlich sehr interessant, dass er Erdkräfte spielt. Aber da ich speziell defensiv bin, macht das hier nicht viel. Ich gehe weiter auf Stachler. Dachte mir dann allerdings auch, dass ich hier die Donnerwelle wahrscheinlich noch ganz gut gebrauchen kann auf Klavion. Weswegen ich Klavion wieder erwarten, gleich nicht sofort opfern werde. Das Regigigas wird durch die Verbrennung mittlerweile unter die Hälfte seiner KP gebracht, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, damit Turtok es gleich safe rausnehmen kann. Ich gehe hier jetzt raus und gehe auch in eben jenes Turtok. Rapid Spin brauche ich eigentlich in dem Match gar nicht mehr drücken, weil Fiaro schon down ist, von daher ist es egal. Deswegen nutze ich die Züge lieber für die Angriffe. Ja, die Erdkräfte, ja, die machen Turtok nicht viel, weil Regigigas Fähigkeit ist, naja, in seinem offensiven Potenzial doch ziemlich hindern. Er geht auf jeden Fall raus und geht in sein Manaphy. Blues Clues betritt das Schlachtfeld und ich gehe hier wieder auf die Finsteraura. Ich hatte mit dem Zugang nicht viel zu verlieren. Und die Finsteraura hier könnte eventuell sogar zu einem Tool KO reichen. Er geht auf den Energieball. Den kann ich tanken, weil das Ding sich noch nicht geboostet hat. Ich gehe nochmal auf die Finsteraura und es überlebt mit einem KP. So sieht es zumindest aus. Ich glaube, vielleicht waren es auch zwei. Auf jeden Fall war es wieder so ein Hauch von Leben, den dieses Manaphy noch hat. Deswegen gehe ich jetzt hier in mein Miss Mages, um es zu opfern, damit ich dann in mein Shaman gehen kann und auf Heilopfer gehen kann. Ist an sich auch egal, weil, ja, Rotom ist noch da. Und Rotom wird dann nämlich das sein, was Turtok ein ganz, ganz großes Problem sein wird. Aber gut, ich opfere jetzt erstmal mein Miss Mages. Und, jetzt kommt Shaman rein. Und Shaman wird jetzt einfach sich selbst opfern, um Turtok nochmal hochzuholen. Meine letzte Chance, zumindest nicht mit einem 6-0 aus diesem Kampf rauszugehen. Er geht raus, geht in sein Aerodactyl. Wie gesagt, das ist vollkommen okay, denn hier kommt das Heilopfer und ich kann Turtok hochheilen. Und habe dann wieder ein ganz gutes Matchup gegen Aero. Ich glaube, ist Turtok schon mittlerweile mein letztes Pokémon? Das kann durchaus sein, ja. Ich glaube sogar wirklich. Turtok kommt rein. Kriegt hier noch keinen Hazard-Schaden, denn er das Heilopfer triggert zuerst. Damit bin ich wieder mit vollen KP bei Turtok. Und sie bekommen jetzt noch ein bisschen Tarnsteinschaden, aber das ist nicht so schlimm. Denn, ja, ich werde jetzt hier einfach auf den Angriff gehen, nämlich auf den Eisstrahl. Während er hier in sein Chirachi geht. Was natürlich diesen wunderbar abfangen kann. Deswegen dachte ich mir jetzt hier, okay, komm, bitte freeze einfach. Ne? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Und ich bekomme den Freeze. Aber wisst ihr was? Ich konnte mich nicht mal über diesen Freeze freuen in dieser Situation. Es ist schön, dass wir wieder einen Freeze haben und ich diesen Kampf deswegen jetzt zumindest nicht 6-0 verliere. Aber naja, ich konnte mich in der Situation auch nicht wirklich darüber freuen. Chirachi geht hier jetzt down, er geht in Rotom, kann jetzt hier auf Voltwechsel gehen. Ach, ich habe noch ein anderes Pokémon dazu, Doc. Natürlich. Ach genau, Klefki lebt neuer. Klefki muss ich jetzt opfern. Weil Turtok, ja, brauche ich halt noch, ne? Wenn ich noch irgendwie, in welcher Form auch immer, noch irgendwas reißen möchte. Weil das Ding ist, wenn ich Manaphy jetzt noch, also Manaphy wird an den Stachlern down gehen. Das bedeutet, wenn Rotom jetzt irgendwie noch weg wäre, wenn ich Rotom irgendwie noch rausnehmen könnte, dann könnte ich das eventuell sogar noch gewinnen mit Turtok, je nachdem, was das Aerodactyl noch macht. Zumindest wären die Chancen dazu da. Manaphy geht jetzt down, er geht natürlich in Rotom. Und mein letztes Pokémon ist jetzt hier Turtok. Und ich muss einfach hoffen, dass der Blättersturm daneben geht. Eine andere Option habe ich nicht. Und Blättersturm kommt, trifft leider und kann damit mein Turtok rausnehmen. Ja. Damit geht mein letztes Pokémon down und Bazi gewinnt dieses Match 4-0. Ja, was kann ich abschließend zu diesem Kampf sagen? Ich war unglaublich pissed nach diesem Kampf. Ich war richtig sauer. Aber nicht auf Bazi, nicht auf das Spiel, denn es war tatsächlich, es waren keine Hexer, weil die gemeldet haben für das Endresultat. Gut, ich habe durch den Eisstrahl Freeze, habe ich Gott sei Dank nicht 6-0 verloren, sondern 4-0. Aber dennoch, am Resultat, dass Bazi das gewonnen hat, hat es halt nichts ausgemacht, ne? Ich war einfach unglaublich sauer auf mich selbst, weil ich weiß, jetzt gerade, wo ich das nochmal kommentieren musste, ist es eigentlich noch viel schlimmer. Weil ich hätte einfach so viel anders und besser machen können. Es hat eigentlich schon beim Teambuilding eigentlich angefangen, weil ich habe mich viel zu stark auf Meluetta fixiert und er hat es dann einfach nicht dabei gehabt. Weil Klefki und Miss Mages, also Klefki vor allem war halt nur eigentlich für Miss Mages da, für Meluetta da, Miss Mages war nur für Nidoqueen da.
Und das waren halt letzten Endes gar nicht mal so die krassen Threads. Dann habe ich halt ein bisschen auch die Vorbereitung gegen Rotom schleifen lassen. Und das sind Sachen, die dürften eigentlich nicht passieren. Ne? Auch allgemein, dass ich diesen Risky Play mit Fiaro gemacht habe. Rückblickend war Voltwechsel das Sicherste, was Barzi hätte machen können. Also, das war eine gute Prediction, gar keine Frage. Aber er hätte auch nichts dabei zu verlieren gehabt, weil er hätte mit Chirachi noch einen ganz guten Switch gehabt in meinen Shaman, wenn er jetzt gut aussah, geht jetzt einfach Kraft Feuer aus, oder Nidoqueen hätte er auch theoretisch opfern können. Also, da war nichts bei, was sich jetzt nicht gelohnt hätte, deswegen war das auch richtig schlecht gespielt von mir. Allein schon der Anfang, ne, GPA, das Bärenmeter, ich hätte einfach in Miss Mages gehen sollen. Das wäre so sicher gewesen. Das wäre einfach so sicher gewesen. Rabigato hätte mir noch richtig, richtig guten Job machen können. Allein gegen Rotom, weil das Ding halt offensichtlich nicht gescarft war. Ja, ne, letzten Endes ist man immer schlauer als vorher. Aber wisst ihr, wie ich nach diesem Kampf reagiert habe? Ich habe Barzi GG geschrieben. Hab gesagt, ja, hab halt scheiße gespielt, bla bla. Aber wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Danach habe ich den Teambuilder aufgemacht und habe mein Team gegen Daniel gemacht. Gegen Sursky TV, gegen den wir nämlich nächste Woche spielen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen, ich darf mich unterkriegen lassen von solchen Sachen, wenn es immer eine Flaute in jeder Runde gibt, ne, die Hinrunde war da gegen Present, da waren Matches absolut schrecklich lief, jetzt hier in der Rückrunde lief was gegen Barzi, okay, dann haben wir das jetzt durch, dann werden wir die nächsten Matches einfach wieder besser spielen. Das ist die Devise, der ich hier versuchen werde zu folgen, eine andere Option habe ich nicht. GG an Barzi, er hat hier absolut famos gespielt, hat alles richtig gemacht eigentlich und ja, immerhin hatten wir noch den Freeze als Trostpflaster, immerhin, liebe Freunde. Gut, nächste Woche dann gegen Sursky TV und dann wird das Team Code Launcher auch mal wieder ein schönes, gutes Match.